Moin Moin, Hocker Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt, beziehen vom Leseschatz. Heute ist der Schulbeginn, die Ferien sind vorbei und dementsprechend dachte ich mir, musste auch mal ein bisschen Aufheiterung wieder her und ich habe ein Bilderbuch mitgebracht, Monster. Ein ziemlich witziges Bilderbuch, voll lustiger Illustration, handelt von einem Monster, das hier einem Kind unterm Bett aufgelauert hat und ihm jetzt aber eine Kündigung hinterlegt, weil das Kind nicht reagiert. Das Monster ist ein kleines Monster, hieß eigentlich Harald, aber Harald passt da nicht mehr wirklich zu einem kleinen Monster, dementsprechend Monster wird genauso groß wie das Kind, wächst genauso, aber das Kind reagiert immer noch nicht. Das heißt, das Monster versucht alles, das Kind zu erschrecken. Der Vater selber war ein fürchterliches Monster, ein Yeti. Die Mutter hat auch das gemacht und das Monster selber ist dann noch zur Monsterschule gegangen, um wirklich das zu lernen. Wie kann es dieses Kind zum Schrecken bringen, zum Gruseln bringen? Aber das Kind reagiert überhaupt nicht. Es liegt nachts dort und das Monster kann sich anstrengen, wie es will. Monstermasken aufsetzen, rütteln, schütteln, schreien, auf ihn raufspringen, Monsterhaare in seine Bauchnabelhaare verknoten. Das Monster verzweifelt so sehr, dass es sogar in das Menschenkind reinguckt, um das Monster Gruselige zu finden, findet nichts. Das Kind scheint hohl zu sein, nicht zu reagieren. Und dementsprechend bleibt dem Monster nichts anderes übrig, um sich zu bewerben bei Geisterbahnen etc., um dort Menschen zu finden, die sich vielleicht doch ein bisschen noch gruseln lassen. Also, mein Lesetipp, Monster. Bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Schmidt, bis die Leseschatz. Tschüss.